herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist. Das ist eine Videoreihe von mir, in dem meine Teammädels und ich euch immer zu einem bestimmten Thema ganz viele Karteninspirationen geben. Und dieses Mal ist das Thema Alles neu macht der Mai und soll sich eigentlich darauf beziehen, alles neu macht der Mai bzw. Juni. Also es geht darum, dass wir mit neuen Produkten euch einfach Ideen zeigen, was man jetzt so aus dem neuen Katalog schon bestellen konnte als Demo. Da kann man ja immer ein bisschen vorbestellen und da zeigen wir euch einfach unsere Ideen. Es sind auch teilweise ein bisschen ältere Produkte dabei oder Sachen, die ihr vielleicht schon kennt, aber eben auch einige Ideen mit neuen Sachen aus dem neuen Katalog und so ein bisschen Vorfreude für euch und natürlich auch für uns, wenn wir schon ein bisschen mit den Sachen spielen dürfen. Und ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen liegen, die kennt ihr schon vom letzten Video. Und zwar ist das meine Idee dazu, zu diesem Thema. Wir haben im letzten Video diese wunderschönen Boxen gebastelt. Also die haben hier so eine tolle Form. Kann man hier so richtig schön öffnen mit Magnet, werden die verschlossen. Und ich habe hier gearbeitet mit dem Set Zauberhafte Grüße, glaube ich, heißt es. Und für mich ist es eben auch neu, dieses Fuchs-Set von dem Babyglück. Genau, da habe ich eben euch verschiedene Varianten von Boxen gezeigt. Ich hatte im Video auch noch mehr Ideen und auch ganz viele Kartenideen, die ihr da super dazu kombinieren könnt. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video jetzt hier oben unter dem weißen i. Wenn ihr so eine Box basteln wollt, dann könnt ihr da gerne mitbasteln. Und ich habe euch auch Kartenideen gezeigt, eben auch mit diesem Set Zauberhafte Grüße und auch mit dem Set Trost und Kraft. Das waren so meine Ideen dazu. Einfach ein paar kleine Dankeskarten, dass man einfach mit den neuen Produkten ein bisschen arbeitet und ein bisschen unterschiedliche Karten gestaltet, was Neues ausprobiert. Und auch diese Karte ist mit dieser Stanze und mit diesem Stempelset gestaltet, das es da eben dann neu gibt. Und ja, das waren so meine Ideen dazu. Die habe ich euch eben letzte Woche schon gezeigt, weil wir einfach unseren, wir haben die Videos ein bisschen vertauscht. Normalerweise kommen die Ideen von meinen Teammädels und dann meine Ideen. Aber durch das, dass es relativ lange Lieferzeiten gab, auch für unsere Demonstratorenbestellungen, vielleicht habt ihr das ja auch gemerkt, bei den Kundenbestellungen war es ja genauso, haben wir einfach länger auf unsere Produkte warten müssen und konnten eben das Video jetzt nicht gleich im Mai noch veröffentlichen, sondern jetzt kommt es halt ein bisschen später. Aber immer noch pünktlich zum Katalogstart. Es geht gleich los mit den Ideen von meinen Mädels, aber ich habe vorher noch was ich gut machen muss, denn ich blende euch jetzt noch ein kurzes Video ein vom letzten Teamgeist-Video. Da hatte ich nämlich eine wunderschöne Karte bekommen und ich habe sie nicht richtig geöffnet. Und jetzt habe ich davon ein Video bekommen und das zeige ich euch jetzt natürlich. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Geburtstagskarte und ja, leider habe ich das falsch geöffnet und das muss ich jetzt auf jeden Fall noch nachreichen, ganz, ganz klar. So, und die ersten Kartenideen, die ich euch jetzt zeigen möchte, sind von der lieben Sina. Und sie hat gleich mit ganz neuen Produkten gearbeitet, mit zwei Produktreihen. Und zwar, oh Gott, ich werde euch wahrscheinlich die Namen gar nicht ganz sagen können, aber ich zeige es euch jetzt einfach. Es gibt eine Produktreihe mit so einer Stanze in diesem Einmachglas und dazu gibt es eben den Blütenstempel. Und man hat, ich hoffe, ihr seht es, sie hat hier auch mit diesem Einmachglas als Plastikform gearbeitet. Die kann man dazu bestellen. Und dann kann man hier so tolle Schüttelkarten machen. Also ich schüttel jetzt mal hier. Sie hat hier total, das finde ich auch eine super Idee, total cool, diese kleinen Perlen, wo man so, also ich habe früher mal so Armbänder gemacht. Vielleicht habt ihr das auch mal gemacht oder macht das noch. Da gibt es doch diese kleinen Perlen und das finde ich eigentlich eine tolle Idee, auch als Schüttelkarte, dass man das da einbaut. Und im Hintergrund sieht man auch den Stempel von dem Einmachglas. Seht ihr den? Da gibt es eben verschiedene Stempelabdrücke zum Füllen und eben nur den, die Umrandung. Und da hat sie eben so eine tolle Geburtstagskarte gemacht. Ah, super. Ich kann euch ja... Ich habe ja Spickzettel bekommen. Ich kann euch ja die Materialien doch noch sagen. Und zwar ist das hier die Materialliste. Genau. Da sieht man eben, wie die heißen, die Produktreihen. Und sie hat auch mit dieser Stanze gearbeitet, die ich euch eben schon bei meinen Ideen gezeigt habe. Die zauberhaften Grüße heißen die, glaube ich, gell? Okay, also das ist jetzt eine total coole Kartenform, finde ich. Eine 3D-Karte. Schüttelkarten sind sowieso immer witzig, weil man da einfach immer schütteln muss. Und auch von der Farbkombination ist das jetzt schon das neue Hummelgelb. Und also sehr bunt. Und einfach richtig schön frühlings- und sommerlich. Also da hat man richtig Lust, sich einfach mit einem schönen Blumenstrauß in den Garten zu setzen und die Sonne zu genießen, finde ich, bei der Karte. Also finde ich eine super schöne Karte und auch toll,
die Idee eben mit diesen kleinen Perlen, die finde ich total super. Weil die Perlen, wenn man das mal gemacht hat, das Hobby hatte, dann hat man ganz viele Perlen irgendwo rumflattern und die kann man da super unterbringen. Und der, wo die Schüttelkarte bekommt, hat was zum Schütteln. Okay. Und die zweite, ich wollte noch schauen nach dem Stempel. Genau. Ihr findet die Sina hier. Die Internetseite ist noch nicht ganz fertig, hat sie geschrieben, aber Instagram funktioniert. Genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und die zweite Karte ist auch eine total tolle Kartenform. Die hat hier eben so eine Banderole, die man drunter machen kann. Und wenn man dann die Karte so öffnet, also ich hoffe, das kommt in der Karte, in der Kamera gut rüber, das ist so eine 3D-Kinokarte, würde ich sagen. Also so eine Karte, die ganz viele Schichten hat. Ich glaube, man sieht es mit dem Papier ein bisschen schwierig. Ihr habt jetzt hier eine Schicht, da eine zweite, eine dritte und dann noch die Grundschicht sozusagen. Und das ist eben wie so ein kleines 3D-Kino, das da aufgeht, wenn man die Karte aufmacht, weil du immer für mich da bist. Also echt eine total schöne Karte. Die Kartenart finde ich auch total toll. Und ich hoffe, sie kommt in der Kamera dann auch so rüber, wie sie in live eben ist. Also wirklich cool mit diesen Fenstern, die da so nacheinander quasi diese Tiefe geben. Die Karte hat eine unheimliche Tiefe. Seht ihr das? Total cool. Das ist jetzt, glaube ich, schon das neue Papier Ewiges Grün. Das ist ja eine Reihe, die, glaube ich, ein großer Favorit ist. Und mit dem Magnoliengruß auf jeden Fall. Das ist die Materialliste. Genau, eine Tunnelkarte nennt man das Ganze. Und finde ich auch echt super. Also das finde ich zwei ganz tolle Kartenideen, eben schon mit ganz neuen Materialien. Und da hat man schon gleich ganz viele Ideen, was man damit zaubern kann. Die nächsten beiden Kartenideen sind von der lieben Andrea und die finde ich auch total schön. Zum einen hat sie mir die Katalogkarte mitgeschickt. Das finde ich ist eine total schöne Karte, sehr, sehr farbenfroh. Ich finde die Farbkombination ist auch total toll. Also ich finde, es ist manchmal schwierig, wenn man so viele Farben auf einer Karte unterbringt, dass es trotzdem irgendwie total gut harmoniert. Und das schafft die Andrea sowieso immer und ich finde es einfach toll. Und hier hat sie eben eine Karte zusätzlich zu ihren Katalogen gemacht. Und zwar eine leere Karte hat sie da verschickt an ihre Katalogbesteller und die Bitte dazu geschrieben, dass sie diese Karten jemandem schenken und damit eine Freude machen. Das war eine Idee auf der Demonstratoren-Webseite auch einfach, dass man jetzt in der Zeit auch anderen Menschen eine Freude macht. Und das finde ich auch eine wirklich super, super tolle Idee. Und Andrea hat das gleich so toll umgesetzt mit dieser wunderschönen Karte. Und ich freue mich sehr, dass ich auch so eine tolle Karte von ihr bekommen habe. Ganz, ganz schön. Wirklich tolle Farbkombi. Ist auch mit dem Set, ja. ich glaube, es hat es uns allen angetan. Mit den zauberhaften Grüßen, mit den unterschiedlichen Stanzanhängern hier gearbeitet. Und auch gleich mit den neuen In-Color-Farben. Also super toll kombiniert. Das da hinten ist Zimt, Aventurin, Abendblau, Magenta und Hummelgelb, dass ich sie alle zusammenkriege. Also ganz, ganz tolle Karte. Und dann hat sie nochmal eine total coole Karte gemacht. Das ist also ihre Karte für den Teamgeist als Beitrag. Das hat hier unten so eine Banderole. Die ist übrigens hier weiter gestempelt. Das finde ich auch total toll. Das ist eine super Idee, dass man über die Banderole stempelt und sich das Muster quasi weiter fortführt. Und dann ist das hier so eine Aufklappkarte. Ich hoffe, ihr seht es gut. Seht ihr das? Also man kann es hier so... Man kann es ganz flach verschicken und kann dann hier diese beiden Ecken aufpoppen lassen sozusagen. Also es ist wahrscheinlich auch eine Pop-Up-Karte, nennt man das, oder? Genau, also und da hat sie cooles Papier verwendet, also ganz viel Glitzer ist da eigentlich drauf. Und was ich auch sehr schön finde, ist also zum einen die ganze Produktreihe mit dieser wunderschönen Blüte und mit diesem tollen Papier ist dann natürlich schön kombiniert. Und auch diese kleinen Fähnchen hat sie mit der Stanze nochmal gemacht, also wirklich total cool. Ich finde die Karte ist wunderschön. Wenn ihr die nachbasteln wollt, die gibt es glaube ich auch auf ihrer auf ihrem Video. Die hat sie im Video gebastelt bei Andreas Kartenwerkstatt. Hier unten Andreas Kartenwerkstatt und das ist die komplette Materialliste, mit der sie gearbeitet hat. Rokokorosa ist die Grundfarbe von der Karte, ist auch sehr schön. Also es ist wirklich eine tolle Karte, wieder eine ganz besondere Form. Und also wirklich auch diese Blumen von dieser Produktreihe und auch die Papiere sind ja auch super schön kombiniert, einfach alles zusammen. Einfach wieder eine tolle Karte, kann man gar nicht anders sagen, wunderschön.
Halt, man muss dann natürlich gucken, dass man die Banderole richtig rum wieder drauf macht, dass der Blütenverlauf weitergeht. Da muss man dann schon drauf schauen. Das ist schon echt cool, oder? Also finde ich auch wieder zwei wunderschöne Ideen mit den neuen Sachen und wieder ganz besonders umgesetzt. Und vielen, vielen Dank, Andrea. Gefällt mir total gut. Die nächsten Kartenideen kommen von der Linda. Ich halte euch jetzt gleich mal Lindas Kreativfeld ins Bild, dass ihr das wisst, woher das kommt. Und die Karten sind jetzt richtige Sonnenblumen, also richtige Sonnenstrahlkarten sozusagen. Die zeige ich euch gleich nah. Ich zeige euch auch noch meine Karte. Also das ist die Karte, die ich von der Linda bekommen habe. Und ich muss sagen, ich finde, diese Farbkombination ist einfach nur super. Und was ich auch sehr witzig finde, Linda, dass ihr den rosanen Garn und den silbernen Garn verwendet. Das ist bestimmt für mich, weil ich das einfach so schön finde mit dem Garn. Das finde ich total süß. Vielen Dank. Und ich finde diese Blumenstanze, also die Blumenstanze gibt es ja auch im neuen Katalog wieder. Da gibt es auch ein passendes Stempelset dazu dann. Und hier ist jetzt das alte Stempelset aus der Celebration verwendet. Und ich finde, es sieht so toll aus mit dem Grau und dem Rosa. Ich finde, das ist wunderschön. Die Karte, die ist einfach total mein Geschmack. Und es ist auch eine tolle Karte für Anfänger, weil ihr eigentlich nur die Blumenstanze braucht und Stempelfarben und Stempel. Und dieses Hallöchen in der Mitte ist übrigens mit dem neuen Spruch aus den zauberhaften Grüßen. Da gibt es ja zum Glück wieder ein Hallöchen, das ist toll. Und dieses Etikett in der Mitte könnte man sich ja ausschneiden, da bräuchte man keine Stanzmaschine. Hier ist es natürlich schön ausgestanzt, also ich finde die Karte ist total schön. Total schön, voll mein Geschmack. Und zum Teamgeist hat sie gearbeitet mit dieser wunderschönen Sonnenblume. Und es ist auch eine total coole Form, also wenn ihr mal ein bisschen guckt. Ich kann jetzt hier die Banderole runternehmen, da ist jetzt die ganze Dekoration drauf, die ganze Sonnenblumenblüte. Hier ist es auch so übereinander gelegt, seht ihr das? Also unten ist gestempelt und oben drüber die Blüten kann man dann nochmal separat ausstanzen und hat hier so eine richtig schöne 3D-Form. Auch ein toller Spruch, hab immer Sonne im Herzen, das passt ja total gut zu den Sonnenblumen und ist wirklich schön. Und dann haben wir hier noch so eine tolle Knickkarte, sage ich jetzt mal. Also man kann die hier so aufklappen, man hat das eben ganz speziell gefalzt und hat dann hier richtig viel Platz, entweder um nochmal was unterzubringen an Deko oder auch zum Schreiben einfach von einem schönen Gruß. Und die wird dann so wieder verschlossen. Also wirklich total cool. Gefällt mir auch total super. Sie hat sich nicht entscheiden können, hat sie geschrieben und hat zwei verschiedene Farben für uns gemacht. Das ist ja auch immer toll, wenn man das dann in einer bisschen anderen Farbkombination nochmal sieht. Also mit anderem Designerpapier. Ihr habt jetzt hier einmal die Materialliste. Bling, bling, ist dabei. Genau, Lindas Kreativwelt haben wir schon. Ich halte es euch aber jetzt nochmal gescheit rein. Das ist eben von der gelblicheren Karte und die andere Karte ist eher ein bisschen mehr mit Blau gearbeitet. Ist eben wieder genauso vom Prinzip mit der Banderole und auch wieder so bestempelt im Hintergrund. Und hier eben nochmal als bisschen andere Farbvariante, bisschen anders gestaltet. Also wirklich total schön. Auch sehr schön, dass es innen wieder gestempelt ist. Und ich finde auch diese Faltart schön. Das ist schon toll. Ist wirklich eine super Kartenidee. Und natürlich mit dem schönen Spruch, da freut sich jeder drüber. Was für eine tolle Karte, da bin ich mir ganz sicher. So, die Banderole muss wieder drauf. Die ist ein bisschen stramm, so. Ach Quatsch, ich habe ja das Papier noch im Hintergrund, deswegen ist das nicht richtig. Jetzt hat mich da verheddert. Das ist nochmal die Materialliste mit der bisschen bläulicheren Variante. Und hier sieht man auch wieder schön das neue Designerpapier zu dieser Blumenreihe. Also alles toll verarbeitet und mit der Sonnenblumenreihe einfach eine schöne sonnige Karte. Total toll! Und wir bleiben jetzt auch gleich bei den Sonnenblumen, denn die Moni, von der ist jetzt die nächste Karte, hat mir auch wieder eine Karte gebastelt, die zeige ich euch schnell. Finde ich wieder wunderschön mit den Farbkombinationen Grau und Silber. Auch sehr toll. Und was ich auch cool finde, das muss ich noch kurz erwähnen, wenn ihr das seht, das ist hier mit diesem Glitzer embossed, die Blüte. Ah, ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht so sehr. Das funkelt auch total schön und glitzert. Sieht auch super aus. Aber die Moni hat auch gearbeitet mit den Sonnenblumen. Und was ich hier auch... Also zum einen, ich finde die Karte ist wunderschön. Was ich aber hier auch toll finde, ist, eigentlich könnte man die Karte auch als Anfänger basteln ohne Big Shot, wenn man sich nur das Stempelset kauft, sich natürlich dann die Mühe macht, die Blüte auszuschneiden. Ja, das macht sich schon, das macht viel Arbeit, glaube ich. Aber grundsätzlich wäre das auch eine tolle Anfängerkarte ohne Big Shot. Könnte man auch eben nur mit dem Stempelset arbeiten. Schönes Designerpapier im Hintergrund,
schönen Gruß und auch wieder die Stanze aus den zauberhaften Grüßen. Innen noch ein bisschen stempeln und dann hat man eine richtig schöne, elegante Karte. Ich finde die sehr, sehr schön. Die ist irgendwie sehr schlicht, aber genau, also auch so ein bisschen so diese Sommerfarben, so ein bisschen Natur belassen, irgendwie so mit diesen Brauntönen und den Gelbtönen, finde ich eine ganz, ganz tolle Karte. Und ich habe auch hier wieder für euch einmal die Moni, wie ihr sie finden könnt, und einmal die Materialliste, was sie alles verwendet hat. Sehr schön. Super schöne Karten. Vielen, vielen Dank, Moni. Die nächste Kartenidee für uns kommt von der lieben Claudia. Und es ist auch wieder eine ganz edle Karte. Sie hat jetzt hier im Hintergrund mit den Stanzen und mit den Blättern gearbeitet. Die sind mit Hand ausgeschnitten, also sehr fleißig. Und auch diese Stanzform, seht ihr die? Ich mache jetzt mal die Banderole ab, vielleicht sieht man das dann besser. Diese Stanzform, die ist ja aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog gewesen. Die bleibt zum Glück auch erhalten im Katalog und die finde ich auch total schön. Die ist total edel und also ich finde die auch super. Und auch hier wieder das Hallöchen ist drauf. Also vielleicht wisst ihr das, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt. Es gab doch mal dieses doppelt gemoppelt Stempelset und ich habe das so geliebt. Ich habe das wirklich fast immer verwendet und da war auch so ein süßes Hallöchen drin. Und deswegen freue ich mich auch so, dass es wieder eins gibt. Und das ist wirklich eine coole Karte auch. Genau. Ich mache die irgendwie immer falsch auf. Also ich glaube, ich hatte die Banderole. Wahrscheinlich, weil man die Banderole so immer runternimmt, macht man es ja so auf. Aber eigentlich muss man die Karte so aufmachen. Seht ihr das? Oh, ist das cool? Ist das nicht wunderschön? Ich mache es mal so von vorne auf, dass ihr das auch seht. Diese wunderschönen Blüten und diese Reihe mit dem Einmachglas als so eine Pop-up-Karte verarbeitet, die hier so hoch ploppt. Also total schöne Karte. Super Idee, total schöne Überraschung. Wenn man außen die Karte so ganz schlicht sieht und dann innen so eine Überraschung bing, einem entgegenhüpft, das macht auch richtig Spaß. Und das ist echt eine tolle Karte. Also ich finde die wunderschön. Hier auch nochmal mit Hand ausgeschnitten, die ganzen Blüten. Boah, da ist richtig viel Arbeit steckt da dahinter. Also es gibt zu diesem Set eben nur diese Stanze zum Ausstanzen, aber die Blumen muss man tatsächlich mit der Hand ausschneiden. Oh, vielen Dank, Claudia. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Karte und richtig viel Arbeit, die da drin steckt. Und ich finde das auch eine tolle Farbkombination. Mit dem Brombeermus und dem Weiß und dann ein bisschen Grün und ein bisschen Glitzer noch verarbeitet. Sehr, sehr schön. Also es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Karte. Freut mich richtig. Finde ich richtig super. Total super. Vorsichtig wieder die Banderole hinzaubern. Also vielleicht als Idee, wenn man die Banderole andersrum macht und dann so eine Karte macht. Aber so hat man noch mehr Überraschung. So wird man gleich zweimal überrascht. Also vielen lieben Dank, Claudia. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Kartenidee. Mit schönem Kuvert. Vielen Dank. Die nächste sonnige Karte kommt von der lieben Gabi und die ist auch wieder so wunderschön. Also ihr seht wieder diese tolle Sonnenblume. Auch der Spruch ist einfach perfekt. Hab immer Sonne im Herzen. Also das hat man einfach mit so einer Sonnenblume immer, oder? Das ist doch einfach toll. Sie hat hier dieses Mal den Ring innen mit anderen Farben gestanzt. Also ganz in der Mitte ist schwarz und dann, ich denke, es ist Espresso außenrum. Das hatten wir jetzt bei den bisherigen Karten nicht so, meine ich. Da waren die auch in Gelb. Und da sieht man auch, dass man da noch mit anderen Farben da spielen kann bei diesen Stanzformen. Auch hier, die Blätter sind nochmal separat hinterlegt. Also man kann da super schön mit den Stanz- und Stempelformen zusammenarbeiten. Oder eben hier die Sonnenblume nicht aufstempeln, sondern nur ausstanzen. Also da hat man jetzt super den Ideenvergleich. Ich hole mir mal nochmal die Karte von der Linda. Hier ist mit Stempel und Stanzen gearbeitet und hier eben nur mit den Stanzen. Also es ist echt total cool, wie unterschiedlich man die Sonnenblumen da verarbeiten kann. Genau, also das finde ich auch eine super schöne Karte. Innen auch eine Sonnenblume, bisschen koloriert. Stellt sich nicht scharf jetzt aber. Also wirklich toll. So eine richtige gute Laune-Karte ist es einfach. Das ist vielleicht auch jetzt genau richtig für diese Zeit, die einfach immer noch nicht leicht ist, wo man sagt, ich möchte eine gute Laune-Karte machen, dann macht er einfach so eine Sonnenblumenkarte, wie wir jetzt hier gesehen haben. So eine Sonnenblume, die strahlt einfach schon von alleine. Genau, hier seht ihr mal, was sie alles verarbeitet hat.
Espresso, genau. Espresso und Schwarz ist das ausgestanzt. Und ich sag Gabi, das ist eine wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz toll. Die nächsten Kartenideen kommen von der lieben Sarah. Und ich habe auch wieder eine wunderschöne Karte bekommen. Das ist noch mit dem Set Medley, mit diesem Produkt Medley. Alles Wunderbare oder so heißt es, glaube ich, gestaltet. Ist auch wieder total schön. Muss ich euch trotzdem unbedingt zeigen. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wenn, dann nur in Englisch. Aber es ist einfach eine super schöne kleine Karte, oder? Also, ach toll. Ich finde es super. Und ihre Ideen zum Teamgeist sind einmal diese wunderschöne Tulpenkarte. Die finde ich auch richtig, richtig klasse. Die ist, hoppala, einmal von der Farbkombination sehr, sehr schön. Es ist Blutorange und ich finde Blutorange sehr, sehr schön. Ich finde es auch toll mit dem karierten Papier. Das macht noch so ein bisschen, das macht so ein bisschen heimelig, die Karte, würde ich sagen. Dann natürlich mit den Tulpen. Hier hat sie die Tulpe ausgestanzt und nochmal so 3D aufgeklebt. Also das wirkt dann auch nochmal toll mit einer kleinen Schleife, einem schönen Spruch und dem bestickten Rahmen. Auch eine ganz, ganz tolle Karte wieder. Und hier, mal gucken, kann man da was hinterstecken? Nee. Hier einfach nochmal so ein bisschen abgehoben, noch ein bisschen Designerpapier dazu. Man könnte das auch nur hier ankleben und dann noch so ein Tag machen, dass man dann noch was hinten reinstecken könnte. Also wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Gutschein verschenken wollt, könntet ihr das einfach beschriften mit euren Glückwünschen und unten so ein kleines Gutscheinfach machen. Oder eben einfach so hinterlegen, dass es einfach nochmal von der Vorderseite im Design so aufgenommen wird. Also wunderschöne Karte, ganz toll. Gefällt mir richtig gut. Ein paar Tulpengrüße, einfach schön. Ich halte euch nochmal die Materialliste ins Bild. Und dann zeige ich euch die zweite Karte. Die Namen von der Produktreihe habe ich noch nicht drauf, aber ich finde die sehr schön. Genau, geschmackvoll gestaltet, das ist die Materialliste. Und was ich an der Karte auch wunderschön finde, ist einmal, dass sie auch die Hintergrundstempel hier ganz toll verarbeitet hat und dass diese Blüte so raussticht. Also ich finde, die Blüte ist total schön. Die hat mich gleich von Anfang an, als ich den Katalog angeschaut habe, total begeistert und ich finde, in Blutorange macht sie sich wirklich, wirklich ganz toll auf diesem Schiefergrampapier. Gemeinsam sind die Dinge im Leben noch besser, ist natürlich auch ein schöner Spruch. Da gibt es auch ganz tolle Etiketten, die so bestickt und unterschiedliche Texturen haben dabei. Und also die Blüte ist toll. Sogar in Grau, also Grau auf Weiß. Auch wunderschön, oder? Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass man die Blüte mit der Hand ausschneiden muss. Bei den Stanzformen ist leider keine Blüte dabei. Das wäre noch irgendwie toll gewesen, finde ich. Aber so machen wir Fleißarbeit und schneiden die Blüten dann aus. Vielen Dank. Wunderschöne Karten, liebe Sarah. Die nächsten wunderschönen Karten sind von der lieben Heike. Und ich zeige euch zuerst mal diese Karte hier, das ist eine Karte für mich und sie hat mit den Mondblüten gearbeitet. Ich glaube, sie weiß, dass ich gerne Mondblüten mag. Vielen Dank, Heike, ich finde das total schön. Und hier ist so eine Art 3D-Optik, seht ihr das? Also diese Mittelteile sind so ein bisschen abgehoben von der Rückseite. Die Idee ist von Janas Paper Dream und mit dem Text noch so, also ich finde die Karte total toll. Schöne Farbkombination auch und einfach ganz wunderschön. Und die Heike hat mir auch geschrieben zu dem Thema, also alles neu macht der Mai, hat sie hauptsächlich an die Natur gedacht, weil da ja natürlich auch alles sprießt und blüht und das Grün von den Bäumen richtig austreibt. Und da hat sie einfach bunte, schöne Farben für sich ausgesucht und ist dann auf diese tolle Kullerkarte auch gestoßen oder gekommen als Idee. Also ich hoffe, ihr seht es gut. Wartet mal, mach die mal kurz auf, dann kann ich sie besser halten. Also das ist eine Kullerkarte mit einem Schmetterling. Das finde ich eine ganz witzige Idee. Die Grundidee zu dieser Karte hat sie witzigerweise von mir, aber dieses Video dazu ist noch nicht online. Ich habe aus dieser Kartenform mit so einer Kullerkarte eine Fußballkarte gemacht. Das ist schon eine ganze Weile her, also ich glaube schon mindestens ein Jahr her. Und ich habe das Video bis heute nicht veröffentlicht, sondern nur mal den Link dazu geteilt. Und da hat sie das mal gesehen. Also das Video wird jetzt dann irgendwann kommen, das steht schon lange auf meiner Playliste, aber ich irgendwie passt immer vom Thema nicht so ganz und jetzt, gut, jetzt darf man natürlich wieder Fußball spielen und so, jetzt könnte ich es schon mal machen, aber jetzt will ich natürlich die neuen Ideen zeigen, also jedenfalls habe ich eine Fußball-Kullerkarte mal gemacht und die Heike hat es aber gesehen, diesen Link und hat sich daran erinnert und hat dann eben diese Karte mit diesem süßen Schmetterling nachgebastelt. Also, genau.
wenn man, jetzt kullert es richtig schön, den muss man richtig halten, dass es richtig schön kullert. Wenn man ein rundes Element hat, dann kullert es immer noch ein bisschen leichter. Aber man muss diesen Trick raus haben, wie man es richtig hält. Ja, jetzt wieder. Und manchmal stoßt da unten ein bisschen an das Schild hin. Also das ist immer ein bisschen einfach, so eine Kullerkarte zu machen mit einem runden Element oder dann den Text vielleicht drauf stempeln. Aber natürlich bei diesem wunderschönen Papier, da muss man den Text schon ein bisschen abheben. Also ich finde die Karte ist total schön. Ich finde die Farben richtig schön knallig und frühlingshaft und sommerlich. Und ich finde die Karte super toll. Und auch die Idee, einen Schmetterling kullern zu lassen, ist doch total süß, oder? Also eine super schöne Karte. Auch innen ein bisschen gestempelt. Und hier ist noch die Materialliste. Und wieder, also eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Ich finde, das ist eine super Idee. Und wie gesagt, wenn ich dann irgendwann mal die Anleitung online bringen kann, oder die kommt jetzt dann irgendwann demnächst, meine Fußballerkarte, da seht ihr dann, wie man sowas basteln kann. Vielen Dank, Heike. Die nächsten tollen Kartenideen sind von der lieben Petra. Und Petra hat hier einmal eine Karte mit diesen wunderschönen Blumenstanzen ausgestanzt. Das ist eine, also ich finde es toll, dass der Hintergrund so dunkel ist und die Blüten dann in weiß drüber gehen. Da wirkt es richtig schön mit diesem Kreis und den Blumen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Karte. Und die zweite Karte ist eine super Idee für eine Männerkarte. Ich finde schon allein die Farbkombination ist total toll. Also die ist natürlich ein bisschen schlichter, ist natürlich für einen Mann. Und da finde ich es eh immer schwierig. Und da finde ich das eine tolle Idee, mit dieser wunderschönen Prägematte zum Arbeiten. Und den zwei tollen Etiketten. Und dann ist das Ganze wieder so eine besondere Kartenform. Wie man sowas bastelt, das habe ich euch mal gezeigt in einem der ersten Teamgeist-Videos, glaube ich. Das verlinke ich mal auch hier oben, wie man diese Kartenart bastelt. Und ich finde, es ist einfach immer eine tolle Karte, weil die kann man auch super hinstellen. Man könnte auch Fotos drauf machen. Und man kann sie aber ganz flach verschicken. Das ist auch immer, finde ich, eine ganz coole Sache. Und für eine Männerkarte finde ich es auch cool, weil es einfach, ja, natürlich sehr männlich gestempelt ist. Also ein sehr männliches Stempelset. Und auch männliche Designerpapiere im Hintergrund, finde ich jetzt so. Aber finde ich eine witzige Idee, oder? So die komplette Gestaltung der Karte. Also finde ich toll. Und gerade für Männer braucht man da einfach viele Ideen und wenn man das jetzt zum Beispiel als Geburtstagskarte nutzt oder so, könnte man auch ein Feld ein bisschen beschriften noch oder ja, einfach mal so zum Hinstellen. Männliche Deko vielleicht, das wäre ja eine tolle Idee. Vielleicht für einen Single-Mann, der ein bisschen Deko braucht für zu Hause, da so eine coole Karte hinstellen. Genau. Die Materialliste halte ich euch jetzt mal hier so ins Bild. Der Spruch ist von Mann um Mann und der Stempel ist well-dressed. Der Stempel ist aus der Celebration und den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr den ja zu Hause und könnt es genauso nachbasteln, wenn euch das super gefällt. Also ich finde es eine tolle Idee. Beide Karten sind hier sehr schön. Und gerade eben für Männer finde ich es immer wichtig, wenn man da auch Ideen hat. Und das ist vielleicht eine tolle Idee dafür. Super, vielen Dank, Peter. Die nächste wunderschöne Karte ist von der lieben Nadine und was soll ich sagen? Es ist absolut total mein Geschmack. Die Wohnblüten verwendet. Die sind so schön. Die Farbkombination ist toll. Was auch super ist, ist, dass die Mohnblüten im neuen Katalog bleiben. Also das Designerpapier wird es nicht mehr geben, leider. Aber natürlich die Mohnblüten und die Stanzen, die bleiben. Und was hier auch ganz toll ist, finde ich, ist im Hintergrund, in dem Stanzset ist nochmal so ein weiteres Stanzteil, das man in so ein komplettes Papier einlegen kann. Und das sieht hier ganz toll aus, finde ich. Da schimmert noch ein bisschen das Designerpapier durch. Die Blätter hat sie teilweise auf Lüsterweiß und teilweise auf so ein Pergamentpapier gestempelt und koloriert. Sehr edel. Also es ist eine ganz tolle Karte mit dem Glitzer so ein bisschen, so diagonal nach oben, bisschen schief aufgeklebt. Also total cool. Oben ein kleiner Spruch für dich. Die Nadine hat geschrieben, sie hat noch nichts aus dem neuen Katalog bestellt und hat deswegen die Mohnblüten verwendet. Und also mit den Mohnblüten, das ist einfach immer wunderschön. Und wie gesagt, ich bin so froh, dass die bleiben. Ich habe ja auch schon ganz viele Ideen davon bekommen von mir. So, ihr habt einmal hier die Materialliste. Und die Nadine findet ihr, das ist ihr süßes Logo. Und das ist die Nadine, wie sie gefunden wird. Ich versuche nicht so sehr zu wackeln. Ich hoffe, ihr könnt es kurz lesen. Also Nadine, wunderschön, tolle Farbkombination, wunderschöne Karte.
wunderschöne Mondblüten, also einfach klasse. Ganz toll. Dankeschön. Die nächste Karte ist von der lieben Vanessa und das ist auch wieder so eine Karte, die ist einfach nur zauberhaft schön. Die ist jetzt schon ein bisschen in grün gehalten, würde ich sagen. Aber natürlich mit dem Rot, also ist total, ich finde die glatt. Die ist einfach klasse. Die schaut einfach total schön aus. Manchmal tue ich mich schwer, Designerpapier zu verarbeiten, aber auf dieser Karte finde ich es mega. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge, sagt man so schön. Und zwar haben wir hier so eine Klappkarte. Also ich kann die Karte rüberklappen. Dann kann ich sie nochmal klappen. Und dann kann ich sie nochmal klappen. Und dann habe ich diese wunderschöne Innenseite. Also wunderschön, wirklich total toll. Verschlossen ist die Karte. Hoppala, jetzt habe ich sie falsch geklappt. Mit einem Magnet. Seht ihr, das hüpft wieder eigentlich fast selber hin. Und dann einmal auf und die tolle Innenseite. Und was einfach wunderschön ist mit dieser Gartenserie, also die Gartenserie, die kennen wir ja alle schon ein bisschen länger, die durfte man ja schon vorbestellen, also auch als Kunde natürlich. Aber was ich da so schön finde, sind diese Randstanzen. Also die sind einfach so edel und toll und ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Karte. Auch wenn ich sie jetzt immer falsch zumache. Erst so und dann so und dann so, okay? Ich merke es mir. Okay, wir haben hier eine tolle Materialliste. Muss mal gucken, dass ich alles ins Bild kriege. Also das ist das Designerpapier Schöner Garten. Der Glückwunschstempel ist aus dem Alles Wunderbare. Das war auch diese kleine Karte, wo ich vorher gezeigt habe. Das ist einfach ein toller Spruch. Aber ich glaube, den Glückwunsch, den Stempel, den gibt es nicht mehr. Aber trotzdem, ihr könnt ja so hier, habt ihr super Idee, finde ich, wie man sein wunderschönes Designerpapier richtig toll in Szene setzen kann. Und diese Klappmechanismuskarte finde ich echt total cool und ich glaube, die muss ich auch mal basteln. Ich mag das immer so gern, was ich immer so toll finde bei Mini-Alben oder so, wenn man klappen kann hier und nach oben und nach da und nach dort und hier noch ein Einschubfach und da noch was. Und das ist so eine Karte natürlich einfach total cool. Also ich finde die echt super, super schön und sage vielen, vielen Dank, Vanessa. Ganz, ganz tolle Idee und echt schön das Designerpapier in Szene gesetzt. Toll! Die nächste Karte ist so eine richtig sommerliche Knallkarte mit vielen Farben und einfach, die spricht dann auch wieder richtig an, finde ich. So von den Farben, wenn man nach einem langen Winter mal ein bisschen bunt braucht, dann muss man so eine Karte basteln. Die Idee dazu ist von der lieben Svantje, also die Svantje hat die Karte gebastelt und ich finde, die ist einfach total schön. Also die wirkt auf einen auch richtig gute Laune-Karte. Hier ist, der Vordergrund ist embossed. Dann haben wir die tollen Etiketten, also es ist, das seht ihr wahrscheinlich schlecht. Also wir haben einmal das bestickte Rechteck ganz oben und dann haben wir diese tollen Gartenstanzformen, auch eben aus der Gartenreihe, die wir gerade eben hatten auch. Und dahinter dann nochmal geprägt, sorry, mir fehlen schon die Worte heute. Also der Hintergrund ist dann nochmal geprägt mit einer schönen Schnorkelstanze. Ich finde es einfach toll. Das ist so eine richtige Knaller-Frühlingskarte. Da ist schon viel los, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das richtig schön. Gestempelt hat sie hier mit den Mohnblüten. Das sehen wir auch gleich innen auf der Karte nochmal. Also auch hier schön farbenfroh und bunt weitergehen. Also toll. Wirklich eine super schöne Karte. Eben mit den Mohnblüten und mit den Klecksen in diesem Stempelset. Painted Poppies ist das alles drinnen. Also ich finde, das ist eine tolle Karte. Und dann siehst du schön den Paletten noch, die noch so ein bisschen glitzern. Hier hinten ist noch ein bisschen silbernes Garn verarbeitet. Also finde ich eine super Karte, die ist wirklich sehr aufwendig auch. Also das ist richtig viel Arbeit. Alles durchkurbeln, embossen, viel stempeln. Also eine richtig schöne, gute Laune-Karte. Ganz toll. Und die Farbkombinationen finde ich auch richtig cool. Die Materialliste, muss ich mal gucken, dass ich euch die ganz ins Bild kriege. Ja, so könnt ihr das hoffentlich gut lesen. Was mich jetzt interessiert hat, ist die Farbe hier im Hintergrund. Das ist Osterglocke, oder? Ja, Osterglocke. Also toll. Wirkt richtig schön. Also finde ich eine super tolle Kartenidee und gefällt mir wieder total gut. Vielen Dank, liebe Svantje. So, ihr Lieben, und zu guter Letzt möchte ich noch eine Karte zeigen. Die hat jetzt eigentlich gar nichts mit unserem Teamgeist zu tun, aber die finde ich auch toll und es ist auch wieder eine besondere Kartenform. Und die Jutta hat mir die Karte geschickt und ich fand das total schön und freue mich da sehr drüber. Und weil ich ja auch total gerne so besondere Kartenformen mag, hat sie mir die Karte so gebastelt. Und ich wollte die euch einfach zeigen. Also das ist so eine schwebende Karte. Wenn man die jetzt nicht aufmacht, dann sieht es aus, wie wenn sich da so ein kleines Mini-Buch öffnet. Also ich versuche das euch mal so einzufangen, wie sich das aufpoppt. Seht ihr das? Also das hat hier so eine,
so einen Mechanismus, der da so reingeklebt ist, dann hat man wie so ein kleines Mini-Buch, das sich vorher nochmal öffnet. Und ich fand das total toll und habe mir gedacht, das ist vielleicht auch eine super Idee für euch und wollte die einfach im Teamgeist noch zeigen. Ihr Lieben, es sind so, so viele wunderschöne Karten. Ich kriege sie gar nicht alle ins Bild. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen wundervollen Teammädels für diese wunderschönen Ideen. Und es macht so viel Spaß, diese Karten immer zu bekommen und anzuschauen. Und ich finde es einfach total klasse von euch, dass ihr da so schön mitmacht. Und möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, es ist auch für unsere Zuschauer total toll, weil man einfach ganz viele unterschiedliche Ideen bekommt und Bastelanregungen. Und ja, man sieht, aus einem Projekt oder Produkt kann man so viele tolle Sachen machen und das ist einfach total inspirierend, glaube ich. Also für mich und wahrscheinlich auch für viele Zuschauer. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachbasteln, beim Ideen ausprobieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt auf die kleine Glocke und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.